Ich dachte, du checkst das, Digga. Ist das Wichsel? Schwöre. Ich bin gespannt, Digga. Ist Wichsel? Ich schwöre, es ist Wichsel. Zeig mal. Das ist dein. Er baut gerade sein Traumhaus. Meine Garage bisher, mein Eingang, mein Wohnung und so, jetzt baue ich mein Spielezimmer. Wir haben Sido entdeckt. Und es geht weiter. Also im Spielezimmer, die Palme ist im Weg. Hier kommt eine richtig geile Küche rein. Und im Hof steht ein Brunnen zum Beispiel. Jetzt dann noch ein Stockwerk und dann kommt so eine kleine Terrasse. Verpassen unsere unseren verfickten Zug. So. Der schreit, was für ein geiles Bild, und ich bin natürlich sehr gut gemalt worden, war leicht ironisch. Alle sehen geil aus, aber ich sehe Affe aus. Ja, erzähl, was ist uns passiert? Wir haben unseren Zug verpasst, beziehungsweise ist gar nicht, wir sind gar nicht schuld. Unser Zug kam zu spät, haben wir den Anschluss verpasst, jetzt sind wir in Hannover und haben sind wir noch ein bisschen was essen. Und ich habe keine Kraft mehr, ich habe so Kopfschmerzen von gestern Nacht, ne? Alles passiert, nein. Yo, check it out, ich habe ein Essen gerade bekommen. Das ist ja so wie bei Baffiano. Scheint richtig gut zu schmecken. Das ist richtig heiß. Wow, wir fahren los. Guck mal, wie heftig das aussieht, Mann. Ein Amateur, Digga. Hallo. So. Du musst jetzt berichten, Simon. Also Leute, ich erkläre euch kurz, was passiert ist. Und zwar in Bochum war das, ne? In Bochum ist ausgefallener Zug zum nach Essen. Voll Katastrophe alles. Da sind wir mit dem Bus gegangen, Richtung Essen, aus Bochum Richtung Essen. Und dann, pass auf, einmal da abgekackt, mitten auf dem Weg und wir sind stehen geblieben, ne? Er meinte zu mir so, ja ey, lass mal Dings nehmen, Taxi und so. Ich sag, scheiß auf Taxi, ne? Weil ich hab einen Sitzplatz gehabt und so. Dann haben wir doch Taxi genommen, weil wir ausgestiegen sind. Und dann mit dem Taxi sind wir gefahren über die Autobahn. Und was sehen wir, weil wir eine Viertelstunde gewartet auf Taxi? Der Bus brennt. Wir sehen, der Bus brennt. Es ist kein Spaß. Ich verarsche euch nicht. Ich meine es echt ernst. Der Bus brennt und alle Leute, die mit uns im Bus waren, standen mitten auf der Autobahn so an der Seite. Wir wurden gerade, ich weiß nicht, vom Pech verfolgt anfangs, aber dann einmal vom Glück verfolgt. Wir mussten viermal umsteigen oder so. So viel, Bus, ne? Jetzt Taxi. So viel. Wo ist unser Hotel hier? Mövenpick. Hey Ladies. So, jetzt gehen wir erstmal rein in unser Hotel. Mövenpick. Ja, yeah, ich zeige euch gleich mal unser Zimmer und dann werden wir Spaß haben. Bis gleich. Leute, endlich haben wir unser Zimmer bekommen. Und ich zeige euch mal ein bisschen rumtouren. Ich muss dir gleich erzählen, was passiert ist. Und das Zimmer war schon belegt, so wieder schon Problem. Und dieser Tag war kompletter Müll. Guck mal, das ist der rote. Das ist erstmal unser. Wir haben eine Junior Suite. Ja, kann man schon mal machen, ne, Leute? Hey! Hey, ihr da! Ich über die Straße gehen da! So, und hier ist unser Schlafzimmer. Da werden Anton und ich schlafen. Ne, Baby? Anton hat übrigens Angst, dass ihr Leute da draußen denkt, dass er schwul ist. Weil ich immer Jokes mache. Okay. Die letzten Videos habe ich immer so Schwulandeutungen über Anton gemacht. Echt? Und das ist unser Badezimmer. Ist auf jeden Fall schon geil. Ich bin komplett im Arsch. Ich werde mich gleich erstmal hinlegen, erstmal schön duschen. Und das ist eine Vase, du Idiot. Was denn? Er fragt, was ist das? Was das ist? Und ich sage jetzt erstmal, wir sehen uns gleich wieder, wenn wir uns fertig gemacht haben heute Abend. Party. Ich bin so im Arsch, Leute. Nach den ganzen Zügen, Verspätung, Zugausfall, mit dem Bus nach Essen fahren, was soll das? Hab ich euch schon erzählt, dass der Bus gebrannt hat? Ja, ne? Hab ich schon erzählt, oder? Boah, ich bin so im Arsch, Leute. Egal, wir sehen uns gleich. So, Leute, ich habe jetzt ein bisschen Seife auf dem Badezimmerboden gemacht. Und mal gucken, was er denkt, was es ist. Ich dachte, du checkst das, Digga. Ist das Wichsel? Schwöre. Digga, du bist gespannt, Digga. Ist Wichsel? Ich schwöre.
so groß. Ich schwöre, das ist Wichse. Warum bist du einfach im Boden? Dachte so, aber die Digga, Füße sind ja nicht so schlimm. Ist echt Wichse? Digga, du bist so süß, Digga. Ist echt Wichse, Digga. Probier das, Digga. Ich würde es an deiner Stelle jetzt auch mal sauber machen. Nee, Spaß, war nur Seife, Digga. Was? War nur Seife. Was für Seife? Die da. Barschläge. Die hinterste. Nee, die da steht. Außer gut, Digga, ich hab echt geglaubt. Jo, Leute, wenn ihr bis hierhin geguckt habt, dann seid ihr auf jeden Fall gut dabei. Da habt ihr das Ding bis zum Ende geguckt und ich schneide gerade den zweiten Vlog. Und ja, es kommt jetzt regelmäßiger was auf meinen zweiten Kanal. Wir versuchen, also das ist Anton, wir versuchen jeden Tag was auf dem zweiten raushauen, also checkt doch mal aus, youtube.com/hafgarjamini2 oder klickt einfach hier auf dem Video oder den Link in der Beschreibung, um zu meinem zweiten Kanal zu kommen. Dort findet ihr dann jeden Tag jetzt ein neues Video, Daily Desu. Mal gucken, wie lange ich das aushalte. Ich bin der Meinung, ich halte es nicht so lange aus, aber einfach aus Bock, ne? Also, checkt mal aus, hafgarjamini2, wir sehen uns, bis zum nächsten Mal.